Record. Also, guten Morgen nochmal zusammen. So, wir machen heute immer noch geschlossenen Guard, weil geschlossenen Guard eine sehr coole Sache ist. Sehr effektiv, funktioniert in alle Jiu-Jitsu-Niveau bis zum Black Belt. Ja. Und das ist eine Situation, Selbstverteidigung, die man als Kleiner auch sehr häufig kommen kann, dass man unten mit dem Rücken am Boden ist und der geschlossene Guard in der Selbstverteidigung, man muss natürlich modifizieren, selbstverständlich, okay, weil ich kann mir nicht leisten, da geschlagen zu werden in der geschlossenen Guard, aber wenn wir lernen, wie wir unten mit dem Rücken am Boden in der Guard arbeiten, Winkel erzeugen etc., dann haben wir natürlich viel bessere Karten in eine Straßensituation. Okay? Mit einer kleinen Anpassung, dass man anders ein bisschen den Arm blockt und Hüfte mehr benutzt, um Distanz zu kontrollieren, kann man sehr schnell eine sehr effektive Selbstverteidigung Selbstverteidigung und Waffe benutzen, ja, unser Guard in Jiu-Jitsu. Aber wir gehen jetzt mal richtig in Basics-Sachen, okay? Und heute, wir nutzen ein Element, die wir in der letzten Wochen schon häufig verwendet haben, aber um eine andere Sache zu machen, okay? Und das ist diese Geschichte mit seinem Arm kurz hier diagonal über meinen Bauch und bei meinem in der Mitte mein Körper, diesen Arm, wenn ich hier diagonal drüber kriege, dann haben wir da Armbar gemacht, wir haben ein paar Sachen gemacht, aber es gibt auch die Möglichkeit, Richtung Rücken zu gehen, ja, Rücken zu attackieren. Und das ist, was wir jetzt machen. Okay? Also nur als Erinnerung nochmal kurz, über was rede ich hier? Das ist die Situation, was wir für den Armbar gemacht haben. Wir haben hier immer entweder seine Postur runtermanipuliert, ne, oder ein bisschen angetäuscht nach dem Motto, ich will hoch und er pusht mich. In dem Moment, wo er pusht, habe ich seinen Arm hier mit einer kurzexplosive Brücke in der Mitte geschoben. Okay? Und es gibt die natürlich, je nachdem, was ich machen will, ob es ein Armbar ist oder seine Rücken attackieren will, es gibt natürlich bessere oder schlechter geeignete Situationen, wie ich hier seinen Arm drüber bekomme. Okay? Heute werden wir diesen Griff lernen. Ja? Zum Beispiel als erstes lernen wir diesen Griff hier gekreuzt, seinen Sleeve hier holen, vier Finger drin. Okay? Und nicht hier auf der Seite, sondern gibt einen ganzen Weg hier rüber und greift schon ganz weit auf der Seite hier, weil wenn ihr jetzt hier rüber zieht, dann habt ihr euer Handgelenk schon hier auf seine Hand gelenkt und das blockt schon seine Hand, okay? Ja, das ist einen besseren Griff. Das heißt, ich gehe mit meiner Hand den ganzen Weg hier rüber, greife ganz weit vorne. Und dann ziehe ich hier mein Handgelenk auf sein Handgelenk und ich schließe meinen Arm hier an meinen eigenen Körper. Meine andere Hand geht hinter seinen Ellbogen. Okay? Ja? Und jetzt mit diesem Griff hier, ich will eine explosive Brücke machen. Ja? Das heißt, ich mache meine Hüfte hoch und dann, wenn ich jetzt meine Hüfte wieder runterbringe, ich mache zwei Dinge gleichzeitig. Ich bringe meine Hüfte schon hier seitig und ich pushe seinen Arm dann in der Position und ich ziehe ihn hier am Schluss noch mit meinem Core, ne, mit meinem Bauchmuskulatur zu mir. Okay? Das heißt hier Brücke, Hüfte raus und zieht der Markus runter. Boom. Schau mal. Jetzt habe ich hier den Winkel erzeugt. Und dreh dich ein bisschen hier, Markus, in die andere Richtung. Wie glaubst du? Ja. Seht ihr hier? Schau mal, mach den Arm auf. Ich blocke hier seine Hand. Jetzt ziehe ich Busche gegen meine eigene Hüfte. Okay? Und dann ist sein Arm hier richtig diagonal. Und als nächstes, ich kann eine Kopfkontrolle, um ihn hier runter
zu lassen, oder diese Hand geht unter seine Achse hier. Unter seine Achse wie ein Hook hier. Ja? Und das letzte noch, verbessere ich noch hier meine Hüftewinkel mit einem ganz, ohne meine Guard aufzumachen, wenn es geht, mit einer ganz leichten Bewegung mit dem Po nach außen noch. Okay. So, dass Markus Schulter ist jetzt hier auf meinem Solarplexus. Okay? Und mit diesem Hook hier ziehe ich den Markus zu meinem Brust. Also seine Schulter ziehe ich hier richtig eng an meinem Brust. Das heißt, der Markus kann seinen Arm nicht mehr bekommen und er ist hier in einem blöden Winkel und richtig stark verbunden mit mir. Durch diesen Zug hier ist er richtig verbunden mit mir. Okay? Ich will hier nicht Platz lassen, sonst geht der Markus wieder hoch und kriegt wieder seinen Arm. Okay? Also nochmal, ich gehe diagonal, gehe hinter seinen Ellbogen, ich mache seinen Ellbogen richtig auf, wenn ich meine Brücke mache. Oh, push hier. Und jetzt so, ich drücke gegen meine eigene Hüfte und gehe hier mit dem Arm unter seine Achse und jetzt, boom, eine kleine Hüftewinkel erzeugen und der Zug permanent gegen meinen Solarplexus. Okay? Ich zeige auch auf der anderen Seite, dass ihr seht, was ich mit der Hüfte raus meine. Wir sind hier. Okay. Schau mal, ich gehe hier den ganzen Weg. Greife so weit hier tief, wie es geht und connecte meinen Arm zu meinem Körper. Gehe hier hinten seinen Ellbogen, mache explosive Bank und wenn ich am Ende meiner Bank geht meine Hüfte eigentlich hinter seinen Triceps, okay, und ich ziehe ihn zu mir mit meinem Core-Muskulatur. Boom. Greifen, okay, und jetzt hier, schau mal. Von hier, meine Pobacke kommt hier leicht raus, oh, in eine Bewegung. Und jetzt bleibe ich hier und ich habe, wie gesagt, seine Schulter mit diesem Zug verbunden mit meinem Körper die ganze Zeit. Okay? Und hier ist es sehr schwierig für Markus wieder hochzugehen oder seinen Arm zu bekommen. Genau. Ja? Und das ist, diese Reaktion will ich erzeugen. Okay? Können wir probieren oder habt ihr Fragen? Dann ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Sehr gut. Markus probiert auch. Der Tipp ist hier, ne? Verbinde richtig deinen Arm, genau. Du machst explosive. Wo? Und jetzt greifen und kurze Hüfte raus. Zack, und das war's. Okay? Der Zug ist jetzt wichtig, weil er will hier, wenn er schafft, sich zu entfernen, das ist, wenn er Platz kriegt für seinen Arm. Aber solange du verbunden bist, gib mein Oberkörper auch ein bisschen. Du musst gucken, dass meine Schulter verbunden mit deinem Solarplexus ist. Okay? Und den Griff hier kannst du immer verbessern. Das heißt, du kannst auch Lapelle greifen. Das zeige ich als nächstes dann. Aber ich wollte dir nicht mit Details bombardieren. Und schon umgreifen. Jawohl. Nochmal. Ja. Merkst du, ich kann nicht mehr zurückgehen. Guck mal, hier stimmt irgendwas nicht mehr. Ja, das stimmt nicht. In dem Moment, wo du hier pushst, du drehst deine Hand nach außen jetzt. Nach außen. Dreh deine Hand auf und verbinde deinen Ellbogen zu deiner Hüfte. Okay. Das ist es jetzt. Okay, das ist eine sehr starke Struktur, da kommt mein Arm nicht mehr rein. Ja. Ja? Du push so, das ist dein Frame. Ja. Also der vom, also umgreifen? Du musst, wenn du in die andere Richtung gehst, du musst natürlich deinen Griff hier ändern. Ja? Und da, oh, und jetzt so, push, ja. Oh. Okay. Ich zeige dann auch diesen Detail. K
Kevin, du machst schon irgendwas anderes und du achtest nicht auf eine Handposition, was ich gesagt habe, der gegen deine eigene Hüfte pusht. Ja, jetzt ist besser, ne? Aber alle diese Details sind wichtig. Schau mal, ich erkläre kurz einen weiteren Detail, der extrem wichtig ist in der Kontrolle, okay? Ich hoffe, ihr könnt dann da sehen. Ich komme so nah, wie ich kann hier Richtung Kamera, okay? Dass ihr dann da seht. Schau mal. Vielleicht ein bisschen hier einwickeln. Hier ist so gut. Sehr gut. Okay, schau mal, wenn ich hier greife, okay, und jetzt will ich hier seinen Arm diagonal in der Kontrolle bekommen. Ich mache meinen Bank, okay, und da werde ich dann quasi Zeitlupe erklären, okay. Aber natürlich, wenn ihr in die Position geht, in diesen Winkel, müsst ihr so oft üben, dass es schnell geht. Okay? Man kann da keine Pause machen, weil sonst geht der Markus wieder nach oben und ich verliere ihn. Okay? Aber jetzt erkläre ich die Zeitlupe. Ich mache hier meinen Bank und push seine Handgelenk, die ich hier gerade kontrolliert, gegen meine Hüfte hier auf der Seite. Okay? Oh. Wenn hier, boom. Und dann greife ich schon, weil ich will nicht, dass er hochgeht. Ja? Und jetzt sehr wichtig, Detail, dieser Griff hier. Okay? Schau mal, wenn ich hier bin und ich pushe hier, schau mal, meine Hand ist hinter seiner Hand. Das ist sehr einfach für Markus, diesen Griff zu lösen. Er muss nur mit seiner anderen Hand meinen Arm blocken und seinen Arm ziehen und das ist dann vorbei. Habe ich den Griff verloren. Okay? Das heißt, es ist wichtig, dass es hier in der Bewegung wie eine Schleife machen. Okay, schau mal, wie mein Handgelenk über seine Hand geht. Und jetzt schau mal, ich drehe meinen Knochen hier nach außen und ich pushe mit meiner Handbellen seine Handgelenk nach außen. Und jetzt, ich drehe meine Ellenbogen zu meinem Körper und hier habe ich einen sehr starken Frame. Wenn der Markus versucht, das zu lösen, von oben oder unten, ist es sehr schwierig zu lösen. Okay. Joko, hast du da den, wie hast du das, den Ärmel da mit dem Revolvergriff oder wie hast du den einfach? Also, das erkläre ich nachher. Der andere Namen erkläre ich nachher. Okay? Ich glaube, er meint den Arm, oder? Ja, genau, den hier, genau. Wie der den hast, hast du den hoch von nach vorne. Seht ihr hier, ich habe 4 Finger im Griff. Ah, okay. Und okay. Wenn ich hier rüberschiebe, dann ja, jetzt hab ich's. Drehe ich hier meinen Griff und ich pushe hier jetzt und ich verbinde meinen Ellbogen. Ich will nicht den Ellbogen hier offen lassen, okay? Sondern ich gehe mit dem Ellbogen eng an meine Hüfte und ich drehe schon mal die Handrotation, drehe ich nach außen und jetzt pushe ich das hier oder ich blocke. Ich muss nur eigentlich meinen Arm strecken. Mehr nichts, aber durch diese Verbindung Ellbogen zum Körper ist mein Frame hier richtig stark. Okay? Dass der Markus und jetzt mit einer leichten Hüftebewegung in dem Winkel, diesen Frame hier, es ist gestreckten Arm, das ist sehr schwierig, den Griff zu lösen. Okay? Und kann man die Hüfte auch aufmachen oder immer zulassen beim Band, beim Hip-Band? Also hier, wenn du ein bisschen die Beine aufmachen musst, um dich hier raus zu bewegen, kurz, ist es okay. Aber ich mag gerne, schau mal, dreh dich ein bisschen in diese Richtung. Schau mal, ich mache wie einen Curl. Schau mal, das Bein hier, der auf der Seite ist, schlage ich hier weiter drüber und ajustiere meine Hüfte und wechsle hier meinen Schluss. Habt ihr das gesehen? Ich bin hier in der Guard, okay? Jetzt, ich mache auf, okay? Das Bein hier, der auf der anderen Seite ist, wo ich meine Hüfte bewegen will, schlage ich hier so weit wie möglich fast über das andere Bein und dann ziehe ich meine Hüfte kurz raus und wechsle meinen Schluss. Das ist ein Move, von geschlossenen Guard, Hüfte raus und wieder geschlossen Guard. Und
Das ist wichtig, weil dann gebe ich ihm fast keine Zeit, wo seine Hüfte frei ist. Ja. Okay, verstanden. Es sind sehr viele Details, deswegen wollte ich gar nicht so viele Details geben. Okay? Der Punkt ist der, ich darf hier nicht jetzt die Beine auseinander, gar keinen Druck und versuchen, ihn hier rauszubewegen. Das ist null Kontrolle auf der Hüftlinie. Okay? Wenn ich hier seinen Arm drüber gezogen habe, oh, und ich hier die Verbindung hergestellt habe, die Idee ist hier, versuch hier so eng wie möglich mit einem geschlossenen Grat eure Hüfte rauszuarbeiten. Ein bisschen, es muss nicht viel sein. Es ist nur die Seite der Pobacke, die hochgeht, damit hier seine Schulter besser auf mein Solarplexus ist. Okay, ich verbessere nur meinen Winkel ein bisschen. Ja? Ja. Können wir probieren? Und wie gesagt, vergesse nicht, mach deinen Arm hier kurz auf, vergesse nicht das hier, okay? Hand geht nach außen und frame hier mit Stiefarm heißt das, ne? Den gestreckten Arm, das ist, was vermeidet, dass er seinen Arm wieder in der Mitte zurückbringt. Okay? Ja? Gut, probieren wir mal ein bisschen. So, genau, und schon connecten. Ja. Und schon. Oh ja. Oh, oh. Wobei. Okay. Da fühlt sich keiner super gut. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, es ist eher so ein Revolver-Griff, aber ich glaube, der ist. Nee, ich finde den besser. Ja, ja. Der bringt mehr Kontrolle. Oh, 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 vorbei, ne? Merkst du? Das ist sehr schwierig, diesen Arm. Einen leichten, stärkeren Zug, weil je mehr ich mit dir verbunden, je stärker ich mit dir verbunden bin, desto schwieriger ist es wieder in den Winkel. Also hier habe ich jetzt eigentlich so ein gutes Gefühl, wenn die Schulter auf der. Ja, ich, also hier habe ich nicht ein großes Problem. Okay. Und den Arm, mit der hättest du jetzt genug Kraft da irgendwie raus? Ja, aber schau mal, jetzt dann muss ich hier rein und wenn ich das hier mache, dann müsste meine Hüfte jetzt sofort kommen. Verstehst du? Ja. Ich verschlechtere meine Position immer weiter, um den Griff zu lösen. Ja. Ja? Gut, und du bleibst ja auch keine Stunde da, ne? Das ist ja dann. Nee, genau, das ist der Weg. Und dann kommt ein Trip oder ein Armbau oder also die Folgetechnik kommt. Aber du bist in dem Winkel und wenn du den Griff schon richtig gemacht hast, der kann, mach falsch rum, du wirst sehen. In deiner Hand, ja genau, schau mal, hier, mal. Deine Hand ist drüber, ne? Ja. Aber wenn ich hier bin, recht, nun, ja, merkst du? Aber wenn du über meiner Hand gelenkt bist, nee, wie anders, so. Ja, schau mal, ich kann jetzt nicht mehr hier, ne? Arbeiten. Das wird schon mal schwieriger. Ja, das ist schon geil, so Zentimeter oder so. Ja, also es gibt keine Details. So, hier, du merkst sofort, wenn du falsch bist. Kacke, okay. Vielleicht ist ein Kompromiss, muss nicht so arg, aber hier, dass du eine gewisse Kontrolle hast, weil dann schaffst du die Drehung trotzdem. Okay. Oh, 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 oh. Jetzt geht's nicht mehr. Um hier zu lösen, ich muss tiefer gehen und dann müssen wir mein Bett jetzt. Merkst du, oh, oh, oh. Ja. Verstehst du? Das ist genau das. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Jetzt wäre der Moment, falls ihr Fragen habt, können wir natürlich klären. Ansonsten würden wir weitere Details gucken, die die Position immer, die Kontrolle in der Position immer besser macht. Okay. Ich habe schon jetzt über diese Hand, der an der Hüfte gestreckt wird, erklärt. Über wie ich meine Hüfte kurz raus positionieren in den Winkel. Ich habe über die Verbindung von seiner Schulter zu meinem Körper, da muss die ganze Zeit die Verbindung sein. Okay? Und jetzt erkläre ich, wie wir den anderen Griff ein bisschen verbessern, okay? Der unter seiner Achse ist. Warum das alles?
Weil erst wenn ich das, diese ganze Details richtig gut beherrsche, bin ich in der Kontrolle richtig sicher. Und sehr unwahrscheinlich werde ich die Position verlieren und dann kann ich die Folgetechnik machen. Okay? Wenn die Kontrolle nicht gut ist, wenn der Griff nicht gut ist, dann kommt wahrscheinlich die Folgetechnik auch nicht, weil er löst irgendeinen Griff oder er schafft wieder in dem Winkel, also den Winkel zu korrigieren für ihn und dann habe ich die Position nicht mehr. Und deswegen ist es, es gibt darüber hinaus noch viel mehr Details, aber das ist das Minimum, was man korrekt machen muss, um in diese gute Kontrollposition zu kommen und die Position nicht sehr schnell zu verlieren, ja, dass man die Folgetechnik dann machen kann. So, wie macht man das am besten? Ich glaube, auf der Seite hier seht ihr am besten, weil der Detail ist jetzt hier, über den Griff, der unter seiner Achse ist. Okay? Wir sind hier, habe ich den Markus dann geschafft, mit einem Cooper, ne, mit dem Hitband, ihn in den Winkel zu bringen. Und jetzt greife ich hier. Schau mal, dieser Griff ist okay. Ich ziehe seinen Latissimus, okay, zu mir, habe ich meinen Winkel schon verbessert und ich habe hier Latissimus. Kontrolle unter seiner Achse. Wenn es zu weit unten ist, habe ich keine Kontrolle auf seine Schulter. Genau, und Kopf ist schon mal, ich kann auch bedingt hier Druck aufbauen. Deswegen für die Position ist es hier unter seiner Achse am besten. Okay? Aber jetzt, manchmal ist das so, dass ich die Möglichkeit habe, ohne diesen Druck hier zu vernachlässigen, das ist sehr wichtig, okay? Das muss man üben. Ich habe permanent Druck, aber ich arbeite mit meiner Hand weiter, okay? Und ich schaffe hier seine Lapelle, mach den Namen kurz auf. Schau mal, der Markus Kimono ist schwarz, ich weiß nicht, ob ihr seht, aber ich schaffe hier seine Lapelle zu erreichen, okay? Und das ist natürlich ein viel, viel besserer Griff, wenn ich das hinbekommen kann. Du darfst deinen Arm wieder runter, Markus. Weil wenn ich jetzt hier den Lapel habe, wow, da kommt er nie wieder raus. Okay? Und dieser Lapelgriff hilft mir brutal, die Folgetechnik zu machen. Weil ich habe einen viel besseren Zug hier. Ja? Das heißt, wenn wir hier sind, ohne natürlich die Verbindung zu vernachlässigen, die wir brauchen, permanent die Verbindung zu ihm. Und hier, zack, das erste Reflex ist, ich rolle, was ich bekommen kann, und das ist unter seiner Achse hier den Hook. Dann habe ich meine Hüfte ajustiert und ohne diesen Zug zu verlieren, arbeite ich hier mit meiner Hand und suche hier den Lapel und meistens schaffe ich hier, weil den Kimono manchmal schon ein bisschen locker ist, ja, schaffe ich den Lapel hier, mach deinen Arm kurz auf, Markus. Schau mal, ich schaffe hier den Lapel, 4 Finger drin in seine Lapel und dann habe ich hier einen Zug, okay? Mach den Arm wieder runter. Und hier, schau mal, mein Ellenbogen, boom, schließt hier an seine Rücken, okay? Wenn der Markus jetzt versucht, irgendwas zu machen, der ist hier ins System gefangen, komplett. Schau mal, seht ihr seine Reaktion? Er fängt an, sich am Boden zu drücken, etc. Und das sind genau die Dinge, die wir wollen. Schau mal, ein Beispiel, genau diesen Reflex kann ich wohl nutzen, um hier die Übergabe zu machen. Habt ihr gesehen? Mit dieser Übergabe jetzt kann ich den anderen Arm holen und ihn hier oben zwicken, lande ich zum Beispiel in der Mauer. Okay? Das heißt, das... Ihr müsst euch keine Sorgen machen, was ich gerade gemacht habe. Ich wollte bloß zeigen, dass je besser ich in der Position komme, desto mehr erzwinge ich ihn, Fehler zu machen. Weil ihm gefällt diese Situation nicht. Und vielen, die vor allem die nicht so viel Erfahrung haben, aber auch die Erfahrung haben, die wollen nicht da sein und die gehen Risiken ein. Und in dem Moment, wo die Risiken eingehen, das ist der Moment, wo der Jiu-Jitsu wie Schach, das ist, wo wir schnappen. Okay? Und das ist Jiu-Jitsu.
Es ist nicht Kraft erzwingen und was weiß ich, sondern ich baue die Fallen so, dass er fühlt sich nicht komfortabel, nicht bequem und ich erzwinge ihm, Risiken einzugehen und bah, da schnappe ich ihn. Okay? So, nochmal kurz hier zu diesem Detail. Ich glaube, wir haben nur noch 10 Minuten. Es ist nicht schlimm, weil heute wäre es wichtig, dass wir diese Details, die Position verstehen. Weil den nächsten Samstag werden wir auch in diese Position viele Dinge aufbauen. Okay? Das heißt, das ist das Grundfundament für alle Techniken, die da in der Position dann drauf, noch kommen. Wir sind hier. Okay? Zack, boom. Und jetzt gucke ich hier erstmal, dass meine Hüfte gut ist. Und jetzt arbeite ich und hole hier, okay, boom, 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 seine Kragen. Und jetzt habe ich hier einen guten Zug. Okay? Der Markus gefällt das nicht, der wird irgendwas machen. Ja? Und ich habe eine Option gezeigt, wie ich hier die Übergabe mache. Okay? Aber das ist nicht die einzige. Ich habe andere Optionen, je nachdem, wie er reagiert. Ne? Oh, oh, okay. Das war der Sweep, okay? Das werde ich nächste Woche erklären. Aber ich will jetzt, dass ihr in dieser rechtlichen Zeit in die Position reinkommt mit allen Details. Das heißt, der erste Hand, der hier gegen meine Hüfte drückt, das zweite Hand, der reingeht und hier arbeitet Richtung Lapel und der richtig geile Winkel, Verbindung Schulter-Solarplexus. Okay? Können wir das probieren? Sehr gut. Das ist schon geil. Das ist immer diese Zeckenleber, ja, und allein so ein Unterstützung in der Sumpfklasse ist eine Gelegenheit, die Dinge nochmal zu so wiederholen. So. Genau. Oh, genau. Erstmal, was du kriegen kannst. Genau. Meistens ist es so, dass das Patent schon ein bisschen da ist. Häufig. Okay? Komm mal. Hier ist Ende Gelände. Und wenn der Typ hier anfängt zu pushen, du kannst die Übergabe erstmal machen. Und jetzt wird es, die 20-Jacke wird es immer schlimm. Jetzt jetzt musst du deinen Winkel nennen, dass du mit dem Kopf hier reinkommst. Du musst mit dem Kopf hier reinkommen und das Bein irgendwie hier überhaupt dann ist. Halt doch, ja. Oh. Und dann lande ich hier in der Mauer. Und sogar mit komplett offenen. Ja, aber wir lassen das für nächste Woche noch. Ja. Sonst ist es zu viel für die Zoom-Klasse. Guck, dass du mal hier mal selbst. Es ist manchmal schwierig, wenn ein Kimono richtig eng ist und so. Aber weil wir noch ein bisschen steif sind. Oder? Ja, wir müssen aber wissen, dass es, wenn man das bekommen kann, ist eine sehr gute Sache. Ja. Ja. Ne? Manchmal im Fight ist es schon ein bisschen so. Ne? Mhm. Das muss nicht komplett offen sein. Verstehst du das mal? Weil wir haben hier bloß gerade erstmal gekämpft und sehr wahrscheinlich hast du hier Brief gehabt und es ist ein bisschen offen. Ja. Und dann hast du Pom, Pom, ne? Ja? Pom, schau mal. Und jetzt, wenn du, schau mal, wie schnell reinkommt. Ja. Okay. Vielleicht macht er diesen Fehler nicht. Es gibt Leute, die verteidigen alles. Okay. Und ich werde dann auch zeigen, wenn das passiert, wie man dann reagiert. Okay, weil hier kommst du nicht mehr raus jetzt, ne? Ohne zu wissen, was du machst. Ja, das stimmt. Ja? Oh, oh. Okay, das war so viel Arbeit. Okay. Aber in der Position, wenn du einmal da bist, für alles gibt es eine Lösung. Ja. Für jede deine Verteilung gibt es eine Lösung. Darf ich einmal nochmal fragen, wenn ich jetzt den Sweep wollte? Also ich habe da einen. Ja, ich mache die Übergabe ganz schön. Und jetzt muss der Kopf hier. Nee, zum ersten Ding übergabe. So, ja, genau, richtig. Und du erzwingst ihn, hier richtig Postur zu machen. Und dann, genau, du gehst so weit wie irgendwie hier rein. Und jetzt, das ist wichtig. Dein Bein arbeitet nicht korrekt. Das Bein geht unter meine Achse und kickt mich. Das heißt, ich halte gerade auf. Du machst in dem Moment, von wo du den Zug machst, ja, du machst hier, siehst du, Fuß geht am Boden für deine Bridge. Ja. Und das, und dann geht deine Hüfte raus und du bringst mich drüber. Okay. Ja.
Genau, dann machst du Base, du machst die Übergabe. Genau. Ja, aber da war die Positionierung machen. Ja, aber das ist okay. Ich gucke mal kurz. So, Leute, wir haben noch 4 Minuten. Ich wollte die 4 Minuten nutzen, zu checken, ob ihr da Fragen habt. Ja? Sehr wichtig, falls ihr Fragen habt, dann könnten wir jetzt klären. Ansonsten üben wir weiter. Ja? Gut. Wie sieht's aus, Kevin? Jugo, den Hip-Bump. Ich habe da immer so dieses Gefühl, ich muss die, also die Füße hinten aufmachen. Weißt du, ich meine, wenn ich die Hüfte nach oben tue. Ja. Macht das Sinn? Oder? Das ist ein Gefühl. Ich verstehe dein Gefühl. Du kannst aber versuchen, dich zu erzwingen mit einem geschlossenen Guard. Schau mal. Ich zeige dir ohne Arm von Markus. Okay? Schau mal. Ja. Ich bin hier. Das ist nur das hier. Ich bin hier. Hm. Okay. Ich strecke meine Hüfte und dann meine Hüfte geht wieder zurück. Hier. Bin hier. Okay. Ich strecke kurz. Schau mal. Meine Fersen gehen Richtung Boden und ich strecke. Dadurch ist ein Ellbogen etwa weiter höher. Richtig? Wenn ich mal aggressiv jetzt meine Hüfte wieder beuge und ich nutze meinen Core, um ihn zu mir zu ziehen, dann habe ich diesen Effekt. So. Und schau mal, wo sein Arm jetzt ist in der Luft, okay? Und das ist der Moment, wo ich hier pushe und ihn in den Winkel reinziehe. Okay? Das heißt, wir sind hier, ich lasse diesen Arm weg, dass du siehst, ich gehe aggressiv hoch, und jetzt wird meine Hüfte geht zurück und dann pushe ich seinen Arm in den Winkel rein und ich ziehe ihn zu mir. Mhm. Das heißt, okay. In einem Augenblick hat sein Arm keinen Widerstand und ist nicht verbunden mit meiner Hüfte. Okay? Oh. Ich gehe hoch, sein Arm ist verbunden mit mir. Und dann, wenn ich runtergehe, ist nicht mehr verbunden. Und das ist, was mir hilft, seinen Arm diagonal zu ziehen. Okay? Ja. Wenn du deine Garde aufmachst, weil die Hip-Bank und du musst wieder schließen, das dauert viel zu lang. Und wenn du aufmachst, du kannst ihn mit dem offenen Garde eben nicht zu dir richtig mit dem Knie ziehen. Das ist das Problem. Und du musst ihn in den Winkel reinziehen. Okay? Alles klar. Nee, danke. Okay. Dann probieren wir weiter, bis die Zoom-Klasse vorbei ist. Nächste Samstag nicht verpassen, weil aus dieser Position gibt es richtig geile Sachen. Wir gehen Richtung Rücken. Wir werden ihn sweepen, wie ich schon gezeigt habe, und in der Mount landen. In der Mount können wir schon gleich die Folgetechnik machen. Wir können direkt in der Mount gehen, aus dieser Position, je nachdem, wie er verteidigt. Und wir können Armbar machen. Wir können Triangle machen. Das ändert niemand. Total. Okay? Hört sich gut an. Gut, dann probieren wir es. Du nochmal, ich sehe. So, ich nochmal. Schau mal. So habe ich den eine der Black Girls gemountet. Weil hier, ne, irgendwo